Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, während es draußen kacke heiß ist und ich hoffe, dass ich nicht eingehe. Ja, ich zock weiter in der dunklen Zukunft inzwischen mit Reptane in unserem Team. Und ich hoffe, der hilft ein bisschen weiter, müsste er aber eigentlich, weil der ist fucking stark. Ja. Keine Ahnung, worüber ich jetzt genau reden kann. Wie gesagt, es ist kacke heiß draußen. Meine Konzentrationsfähigkeit ist ungefähr so hoch wie das Niveau meiner Witze. Und ja. Wer meinen Kanal kennt, weiß, was ich damit meine. Und für die, die es nicht wissen, meine Konzentrationsfähigkeit ist anders gesagt gerade auf einem sehr niedrigen Punkt angelangt, um das hier so zusammenzufassen. Und das, okay, da unten ist die Treppe, dann ist es nicht so schlimm. Trotzdem hasse ich dich. Stirb. Boah, was bringt uns der Solarstrahl jetzt? Hier, der normale Angriff hat das Ding weggeballert. Oder will wohl noch wegkämpfen. Das ist ja traurig. Blöd, dass ich schon weg bin. So, das Viech kommt her. Und das ist sein Fehler. Ja, und ich hoffe, dass ich hier schnell durchkomme. Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon keine Ahnung mehr, ob das die letzte oder die vorletzte Folge war, in der ich einfach mich schon zu sehr gefreut habe, wie verdammt gut alles läuft. Und dann habe ich dafür halt komplett auf die Fresse gekriegt. Ich habe inzwischen wirklich nicht mehr genug Belebersamen, um hier irgendwas groß falsch zu machen. Vor allem weiß ich jetzt schon wieder, dass ich beim Finale dezent Probleme bekommen werde. Ja, was ich hier in dem Video jetzt auch nochmal kurz sagen kann, auch wenn es wahrscheinlich eh keiner sehen wird, vor allem keiner, den es juckt, allein schon, weil es wahrscheinlich niemanden jucken wird. Wenn ich das hier aufnehme, ist Sonntag und das hier wird vermutlich eines der Videos sein, die ich hochlade, während ich mal wieder eine Woche weg bin. Von Dienstag bis... Oh, Schwertzahn ist cool. Grimmsam ist cool. Von Dienstag bis Sonntag bin ich mal wieder weg und das Video kommt wahrscheinlich irgendwann in dem Zeitraum, Freitag oder so. Mystery Dungeon kommt im Moment auch wieder öfter, wie ihr vielleicht bemerkt, weil ich denke mir, ich bin nah am Story-Finale und ich habe im Moment einfach richtig Bock auf Mystery Dungeon. Privat bin ich jetzt, habe ich jetzt auch gestern, als ich auch mal einen Tag weg war, lol. Ich bin so viel weg im Moment, ich schwöre, Alter. Sobald die Woche dann rum ist, bin ich aber erstmal für einige Zeit nicht mehr weg. Das war irgendwie dumm von mir. Ja, aber insgesamt halt... Mystery Dungeon habe ich im Moment Bock drauf. Habe privat, als ich gestern weg war, auch begonnen, nochmal Super Mystery Dungeon zu spielen mit dem neuen Team. Auch wenn ich schon sagen muss, hat ein bisschen wehgetan, meinen alten Spielstand rauszuballern. Und ich hasse es! Die Genauigkeit regt mich so auf. Die ist halt in Super Mystery Dungeon auch noch schlimmer. Ich hatte es da schon locker, dass ich mit einer normalen Attacke, Glut, locker 4-mal in Folge verfehlt habe. Und das ist so frustrierend. Und dadurch sterbe ich dann immer. Verfehlt. Oh, doch nicht. Ne, ich habe nochmal begonnen, Super Mystery Dungeon zu zocken. Hat aber schon wehgetan, meinen alten Spielstand zu löschen. Ich hatte da halt richtig viel. Ein Foto habe ich noch gemacht. Mal gucken, vielleicht blende ich sogar hier ein. Könnte ich auf jeden Fall locker machen, weil inzwischen habe ich mir sogar angewöhnt, privat mir beim Zocken dieselben Namen zu geben, wie auf YouTube. Auf Deutsch hieß ich einfach Günther.
Deswegen wäre es jetzt nichts, das man irgendwie nicht sehen dürfte. Aber ja, ich hatte halt ungefähr 35 Spielstunden und wollte noch gucken, ob nach dem Diamantrang der höchste kommt. Deswegen habe ich mir gestern noch kurz den Rang nach dem Diamantrang erkämpft, weil mir nicht mehr viel gefehlt hat. Den Elite-Rang, der anscheinend der zweithöchste aller Ränge ist. Aber einer hat mir immer noch gefehlt. Und ja. Trotzdem habe ich mich halt entschieden, mit irgendwie 500 Pokémon übrigens gesammelt, nenne ich es mal, meinen Spielstand dann zu löschen und einen neuen zu machen, der bisher auch ziemlich cool ist. Ich liebe das Spiel einfach, es ist so nice, die ganze Reihe ist so geilo. Dieses Mal spiele ich dann nicht wie letztes Mal und wie wenn immer, wenn ich könnte beim ersten Mal. Auch wenn Mystery Dungeon auf der Switch rauskommt. Wenn sie es nicht machen wie ein Portal in die Unendlichkeit und es somit möglich wäre, zumindest unter allen Startern auszusuchen, ich würde wirklich zu 99% einfach... Ich würde... Hallo... Digga, kann mir wer diese Genauigkeit erklären? Sag mal, das ist doch echt eine Verarsche, oder? Habt ihr das ge... Also. Kann das Schutzschild mal nicht mehr wirken? Jetzt noch Giftpuder, du willst mich doch verarschen. Dieses Mal habe ich mich dann dafür entschieden, Alter, es ist doch kacke. Junge! Das wievielte Mal in Folge verfehle ich diesen Typen mit Donnerblitz? Ich habe den doch jetzt locker 5-6 Mal verfehlt. Wie sieht's mit Leben aus? 18 hat er noch, braucht nicht Instanten Heal. 16. Aquavelle bringt mir bei dem Team nichts. 10. Lass mich raten, ich verfehle. Junge, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Was ist das heute? Ich habe inzwischen normalerweise keine Belebersamen mehr. Meine letzten beiden sind weg. 10 Leben hat er noch. Ich hätte Biss benutzen sollen, aber egal. Reichten deine HP 8? Oh Gott. Das war's mit dem Dungeon. Gott war. Wenn der jetzt noch gestorben wäre, ich hätte so weit losgemusst. Düsterwaldhöhen. Ist das... der Ort, an dem Celebi sich aufhalten soll? So ist es. Hier war es irgendwann, als ich es das letzte Mal antraf. Aber falls auch Primal Dialga diesen Ort kennt, dann wird Celebi von hier geflohen sein. Wenn dieser Ort unseren Verfolgern jedoch nicht bekannt ist, dann sollte Celebi auch noch hier sein. Hallo, Celebi. Ich bin's, Reptane. Ibims. Es zeigt sich nicht... Wurde es von Primal Dialga verscheucht? Was wäre, wenn es von Primal Dialga gefangen genommen wurde? Gefangen genommen? Wo kam die Stimme her? Aber jetzt höre ich nichts mehr. Diese Stimme, habe ich mir das eingebildet? Das war keine Einbildung. Ich und gefangen genommen? Was für eine Beleidigung. Gefangen genommen. Unmöglich, das steht fest.
Und da ist Celebi. Shiny Celebi, wohlgemerkt. Und die Musik, die man sonst in diesem Spiel eigentlich nur beim Persönlichkeitsquiz am Anfang kennt. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, mein lieber Reptane. Ja, es ist eine Weile her, Celebi. Was? Dieses kleine Ding ist Celebi? Das ist jetzt aber wirklich unverschämt. Wir haben gezwungen, sich über meine zierlichen Proportionen lustig zu machen. Tut mir leid, ich habe gehört, dass du die Zeit durchqueren kannst. Deswegen erwartete ich, dass du ein sehr ehrfurchterregendes Pokémon sein würdest. Wie ungehobelt, man sollte niemand nach seinem Äußeren beurteilen. Aber ich vergeb dir, schließlich. Nun, du findest mich bestimmt niedlicher und außergewöhnlicher als erwartet. Ja, sicher. Celebi, ich brauche wieder deine Hilfe. Ich weiß, dich hier zu sehen, mein lieber Reptan, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist zurückgekommen, weil deine Mission in der Vergangenheit gescheitert ist, ja? Ja. Ich hoffe, dass du es dieses Mal schaffst. Ich habe langsam genug hiervon. In dieser dunklen und trostlosen Welt leben ist ziemlich deprimierend. Tut mir leid, keine Zeit für Schwätzchen. Sans verfolgt uns schon. Hallo? Wenn wir nicht bald gehen, handeln wir dir Ärger ein. Nicht weiter tragisch, kein Grund zur Beunruhigung. Lass die Zubiris nur kommen, darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn dann so nett wäre, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, das würde das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Reptan, zu diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Ja, läuft bei dir. Wo ist der Zeittunnel? Der steht bereit, er ist hier in der Nähe. Der Zeittunnel liegt auf einer Hochebene über diesem Wald. Das ist gut. Kannst du uns dorthin führen? Ja. Wollt ihr alle drei den Zeittunnel verwenden? Ja, so ist es. Oh, was ist das? Dein Freund? Was? Ja, Ibims, hallo? Nein, das kann nicht sein. Stimmt irgendwas nicht, Celebi? Nein, es ist nichts. Nun, dann wollen wir auf zum Zeittunnel. So, Shiny Celebi. Hey, Reptan, was ist denn dieser Zeittunnel? Den hast du doch schon mal gesehen, oder nicht? Obwohl, nee, der hat das irgendwie anders genannt, der Zwirfinst, auch wenn es an sich dasselbe ist und man es sich denken kann. Dieser Zeittunnel ist ein Portal, das von Celebi für Zeitreisen verwendet wird. Es ist ein geheimer Gang über mehrere Dimensionen. Bei kurzen Ausflügen kann ich allein durch die Zeit reisen, aber für größere Reisen, die mehrere Generationen umfassen, muss ich den Zeittunnel verwenden. Oh, also wenn wir durch den Zeittunnel gehen? Ja, dann könnt ihr in eure eigene Zeit zurückkehren. Oh, ich kann ihn sehen. Das ist der Eingang, der zur Hochebene hinaufführt. Der Zeittunnel ist ganz da oben. Gut, wir brechen auf, sobald wir fertig sind. Ich hab zufälligerweise keine Belebersamen mehr. Sehe ich das richtig? Die Pirsifbeere behalte ich. Grimmsamen, Gustosamen brauche ich nicht. Oh, guck mal, wer keine Belebersamen mehr hat. Das wird durchaus eine Belastung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt schön, jetzt ist die auch tot. Warte, war das überhaupt sortiert da drin? Ganz, ganz falsche Knöpfe. Lager überprüfen, nehmen.
Wieder falscher Knopf, jetzt ist es mal sortiert. Vielleicht ist da ja doch noch ein Belebersa... Ja, da ist noch einer! Jesus Christus im Himmel, Alter! Wir können die Vergangenheit zurückkehren, indem wir durch den Zeittunnel gehen, aber das juckt dich nicht, weil du eigentlich nur mit der Kangama-Statue reden wolltest. Speichern. Und fortsetzen. Ich meine, wir sind hier noch nicht ansatzweise weit genug für diese Folge. Los geht's. Bist du bereit? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt. Wir müssen uns auf den Weg zum Zeittunnel machen. Verpissen wir uns. Aber nicht ohne zu saven. Ich hab Angst. Auch wenn ich jetzt ein fettes Team dabei hab. Der tiefe Düsterwald. Mit den hohen Lecks. Ich sollte mir mal aufnehmen, immer vor einer Aufnahme alle offenen Programme, die ich nicht brauche, zu schließen. Oh Gott, Rizeros ist ja mal echt. Ich meine, alle außer meinem Schmünter hier sind Pflanzen-Pokémon. Die werden kein Problem mit dem haben. Aber ein Elektro-Pokémon schon. Ich hoffe, ich finde hier mehr solche Pokémon. Ich meine, mit Reptane und Celebi im Team. Welches Level hat Celebi eigentlich? Etwa dasselbe wie Reptane. Eins weniger. Ja gut. Ich habe schon mal im Wundertauschen Level 5 Celebi bekommen. Und ich weiß... Oh, das war genau der Knopf, den ich drücken wollte. Das sah nur so aus, als wäre es nicht. Alter, warum musst du immer den Solarstrahl so verspätet raushauen? Okay, ja, 4.500, das sagt man zwar nicht so, aber juckt mich nicht. Für mich sind es 4.500 Schaden. Die haben halt echt einen Schaden. Nee, ja, mir ist halt jetzt, oh Gott, dieses Mal erst aufgefallen, als ich Super Mystery Dungeon gespielt habe, um nochmal zu dem Thema zu kommen. Mir ist dieses Mal erst wirklich aufgefallen, wie unnötig an manchen Stellen die Save Points gesetzt sind. Ich habe mal auf die Spielzeit geachtet. Es gibt ja in Mystery Dungeon Spielen immer mal so Momente, wenn man aufgefordert wird, hey, save doch mal dein Game. Und... ich hatte bisher dreimal die Situation, dass innerhalb von 2 Spielminuten 2 davon kamen. Und ich habe in dem Spielstand noch nicht weit gespielt bis Kapitel 6. Und das ist keine 2 Spielstunden. Okay, ich bin noch nicht fertig mit Kapitel 6, aber auch nicht ganz am Anfang. Das muss man auch irgendwie noch... auf jeden Fall ungefähr 2 Spielstunden... ich denke, ihr habt nichts dagegen, mir hier... vor allem eigentlich... wieso kämpfe ich eigentlich immer so? Ich meine, hier fucking Celebi und Reptile stehen nur im Hintergrund und gucken zu. Belebersam? Könnt ihr mir nicht einfach gefallen? Och Mann, ey, jetzt macht er den Solarstrahl. Ja, Felswurf war eine von den absolut unfairen Scheißattacken, die 38 Mal hitten. Und das hat natürlich schon getötet. Seems fucking legit. So, das war's dann auch mal wieder mit meinem Belebersamen. Ich liebe solche Attacken. Ja, der Sandsturm bockt mich jetzt auch nicht mehr. Alter, solche Attacken sind halt so hart unfair. Ey, und hier rennen jetzt wirklich nur Boden- und Gesteinsviecher rum, sehe ich das richtig? Danke, jetzt steht man nicht Fragezeichen-Man an zweiter Stelle, dann kann Reptane mal kämpfen. Oh, Volipurba, das ist cool. Evoli ist cool und all seine Entwicklungsformen auch. Und jetzt steht ja doch wieder Frage... oh. You are kidding me. Ja.
Geld ist nicht das, was ich gehofft habe. Ich habe gehofft, Belebersamen. Und muss es hier jetzt überall Sandsturm geben? Das fände ich nicht so nett. Und ich sollte mal langsam... Okay, safe state. Ich freue mich so aufs Finale. Oh Gott, sind hier viele Pokémon. Oh nein, Stalos hat mehrere Steinpolituren drin. Genau, snipe das Ding. Jawohl, noch eins gesniped. Einfach nur Erfahrung fahren. Ladungsstoß. Oh, Donnerzahn. Brauch ich halt tatsächlich nicht, weil ich Donnerblitz schon hab. Trefferquote ist deutlich höher. 5 Stärke im Vergleich zu Donnerblitz ist aber halt... Hier. 7 Stärke. Ich brauche Donnerzahn nicht. Biss ist halt gut, weil dann habe ich eine Attacke, die nicht Elektro ist, noch Unlicht. Das ist auch praktisch. Weiter. Ich habe keine Ahnung, wie weit der tiefe Düsterwald geht. Wäre ganz cool, heute noch durchzukommen, aber ich rechne eigentlich mit 13, 14 Ebenen. Und dann würde ich heute vermutlich noch durchkommen, aber dann nicht weitermachen können. Die Eisenabwehr wird dich auch nicht retten, wenn Fragezeichen Man Solarstrahl rausballert. Die Sache ist halt, der zerstört einfach alles, auch wenn er ihn oft in falschen Situationen nutzt. Und jetzt heißt es aufpassen und vielleicht auch mal Hits landen. Ich hasse die Genauigkeit so sehr. Ich dachte, das wäre zumindest... Ich hatte das zumindest so im Kopf, dass das in Super Mystery Dungeon noch schlimmer wäre und ich somit ein bisschen verschont werde hier. Ey. Wie steht's um die Leben von Fragezeichen? 23, der kriegt das nicht hin. Ja. Jetzt darf ein Shinux gegen Stalos kämpfen. Seems legit. Vor allem hier meine HP stehen gerade auch nicht an ihrem besten Punkt. Oh, was war denn das für ein dummer Kackplay? Die TM war es nicht wert. Ja, sehr schön. Ah nee, es leben alle. Aber sie ist hier nicht auch irgendein Mon direkt im Anfangsraum gewesen? Genau. Alter. Dürfte ich bitte noch mehr Pech haben gerade? Fragezeichen, man, du machst da... Alter, ist das gerade eigentlich irgendwie ein schlechter Gag? Das muss irgendwie ein Scheiß-Gag sein. Ich komme nicht im tiefen Düsterwald weiter. Celebi, Fragezeichen, man, macht was Sinnvolles. So ungefähr. Komm, Reptan, wie wär's, wenn du dich auch mal irgendwie um irgendwas kümmerst? Danke.
Und bitte sag mir, dass der Dungeon nicht mal mehr lang ist. Ich werde hier noch genug verzweifeln. Die Scope-Linse kriegst du wieder. Oh, wartet, bevor ich das vergesse, erhöht Spezialverteidigung, trink mal. Alter, es ist so nervig. Ich hab so keinen Bock auf das Finale des Spiels, so ohne Belebersamen. Ich muss irgendwie noch an welche rankommen. Ansonsten wird's genau dasselbe wie bei meinem ersten Let's Play. Wer das nicht gesehen hat, das waren einfach nur Save-States setzen, jede Ebene und natürlich direkt vom Endboss und die dann so hart abusen. Ich hab gefühlt mehr Save-States genutzt beim Finale als vorher im gesamten Spiel. Und das muss doch echt nicht nochmal so, wow, ein Apfel. Mann, ist das krass. Wie lang geht der Dungeon noch? Ich würde das jetzt echt gern so planen, dass ich den heute noch beende und das dann als Abschluss für die Folge nehme. Okay, instant der Boost für Celebi. Das finde ich salatig. Celebi hat das Ding nicht getötet. Ja, jetzt erreiche ich wieder Level 29, entscheide mich gegen Donnerzahn. Also, Fragezeichen, man. Es wäre eine gute Sache. Und bevor ich nochmal das abrennen muss, Safe State. Alter. Ich bin gerade so salty, als ob das Wetter nicht anstrengend genug wäre. Da ist die Treppe. Komm, das Stalos hier kriegen wir auch irgendwie noch weg. Eben. Komm, bitte sag mir, dass ich langsam am Ende bin. Ich denke eben so 13, 14 Ebenen wird's geben. Alter, musst du jetzt... Das war aber sehr dumm, sich so hinzustellen. Okay, sagen wir es so. Wenn Fragezeichen Man jetzt den Solarstrahl verfehlt, könnte es Problem... Danke. Aber das hat ja übel wenig gemacht. Und die Regeneration ist halt wirklich deutlich eingeschränkt. Celebi, kommst du? Wegen diesem dreckigen Sandsturm... Aber zumindest sind wir nicht in Portale in die Unendlichkeit oder Super Mystery Dungeon, wo die eigene Regeneration während sowas ausgeschaltet ist. Genauer gesagt einfach während jedem Wettereffekt. Sogar Sonne! Sogar für Feuer-Pokémon während Sonne zum Beispiel. Will ich das Ding wirklich bekämpfen mit Shinux? Ja nicht. Machen tue ich's trotzdem. Und wisst ihr warum? Ich hab Swag. Da hinten kommt noch eins von den Viechern. Jetzt wird's problematischer. Okay, Celebi, Fragezeichen, man. Das ist jetzt euer Job. Eins. Und? Das hat noch nicht gereicht, Celebi. Hol ihn weg. Das war jetzt nicht der Plan. Danke.
Ich renne hier also nicht umsonst mit Pflanzen-Pokémon durch den Dungeon, in dem fast nur Bodenmon und Gesteinmon sind. Und kann der Dungeon enden? Ich will die Folge langsam mal beenden. Oh Gott, das Falipurba habe ich gar nicht gesehen. Und das ist jetzt problematisch. Ich kümmere mich eher um das Ding hier. Aber du doch nicht, Reptane. Was ist denn bei dir falsch? Der Typ ist jetzt so schnell. Der haut jetzt 18 Mal auf mich drauf. Sag mal, Reptane, du hast auch irgendwie... Diagnose Autismus, oder? So, aber jetzt bist du weg. Ja, wir sind hier, warte. Gechanged. Bitte sag, ich bin am Ziel. Bitte sag, ich bin am Ziel. Ehrenmann. Aber wir alle wissen, was das heißt. Wenn ihr sehen wollt, ob wir es wirklich zurück in unsere Zeit schaffen und was passieren wird, dann schaltet die nächste Folge wieder ein von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sehen uns. Ciao. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, atmen nicht vergessen, stay hydrated. Ciao.